Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Schröderhausen am Samstag. Die zweite Folge heute. Zweite und letzte Folge, also heute nicht drei Folgen, sondern zwei Folgen. Aber wir haben heute schon einiges geschafft. Ich habe jetzt gerade nochmal den Dresch abgeladen von der Sojabohnenernte. Das mit dem Helfer funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn man einfach mal so ein Vorgewende gefahren ist, dann geht das eigentlich ganz gut. Weil der fährt dann nicht komplett raus, macht seinen Job, passt. Würde ich mal sagen, ne? So, jetzt ist natürlich die Frage, wir haben ja heute schon gesehen, wir haben sehr viel Milch. Also wirklich sehr, sehr, sehr viel Milch. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir denn die Milch zum Verkäufer? Ich habe gesehen, dass wir diesen alten Wagen haben. Da gehen halt 8000 Liter rein, ne? Das wäre jetzt nicht so wenig, muss ich gerade ehrlich sagen. Also wir können eigentlich mit dem alten Wagen, können wir eigentlich mal die Milch wegbringen, ne? Dann nehmen wir jetzt einfach mal den Schlüter dafür her, weil die Milch würde nicht besser im Tank. Die hat ja auch eine begrenzte Haltbarkeit. Da würde ich jetzt einfach mal wegfahren, die Milch. Da fahren wir zweimal, das ist vollkommen okay. Oder dreimal, weiß ich genau. Auf alle Fälle zweimal fahren wir safe. Und dann haben wir auch ein bisschen Geld verdient, was ja nicht schlecht wäre, weil ist so. Muss man einfach mal so sagen. Wir haben jetzt heute auch in der ersten Folge haben wir die Kühe noch ein bisschen versorgt. Da haben wir jetzt ein paar Wagenladungen von Mischrationen reingefahren. Weil, muss ja weitergehen. Ich habe übrigens einen Schlüter privat bekommen, von irgendjemandem umgebaut von euch. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Habe ich auf dem falschen Display tatsächlich drin, fällt mir gerade auf. Aber den muss ich mal hier reinholen. Aber den habe ich nicht, den habe ich gesehen. Vielen lieben Dank dafür. Muss ihn aber erstmal mit reinnehmen hier. Das habe ich noch verabsäumt. So, jetzt fahren wir hier mal rum. Ich mag den Wagen irgendwie da hinten. Ne? Also das ist echt. So. Ist hier die Milchabholstation? Machen wir den Deckel hinten auf. Ah ja, guck mal hier. 17.000 Liter Milch. So, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das hinbringen müssen. Ne? Zum Runkies Market. Wo ist denn das bitte? Runkies Market. Lol, der ist ja. Alles trifft sich ganz gut. Das trifft sich wirklich ganz gut, weil in dieser Ecke war ich noch nie. Also wir fahren hoch bis zum Markt, bis zum Shop, da waren wir ja schon öfter. Und dann fahre ich einfach mal weiter, ich möchte mir echt mal dieses Feld angucken, ne? So, voll sind wir. Ich überlege gerade, ob ich dafür einen Kurs machen soll. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Besser wäre es wahrscheinlich, ne? Wenn wir so einen Kurs machen dafür. Ach komm, wir machen den Kurs. Dann fahren wir einmal außen rum und dann machen wir einen Kurs für diese Strecke hier. Aber wenn ich dann theoretisch keine Zeit hätte zum Hochfahren, dann kann ich immer noch mit CP sagen, jo, fährst du mal hoch, bringst du mal die Milch hin, läuft. Das kann ich immer noch machen. Das ist ja kein Problem. Ich halte mir gerne die Optionen offen. So, glaube ich, kann man es am ehesten sagen. Wir fahren hier nochmal rein, weil natürlich die Kurs... oben rumfahren, wurde mir gerade im Livestream gesagt. Warum? Guck mal nach einer Mission fürs Feld. Warte mal, ich guck mal nach. Einfach Interesse aber. 12.000 ist schon ordentlich, ne? Für Seearbeiten. Mit einem Steier. Oh, da bin ich ja dabei eigentlich, ne? Mit einem Steier, da kann ich arbeiten, du. Was ist denn das für ein Feld? 22. Hat jemand die 22? Hier unten, ne? Also es gibt echt gut Kohle. Wie viel muss ich? 1.800 ablösen für die Miete. Aber ein Steier ist dabei, ne? Also mit einem Steier kannst du mich haben. Das ist kein Scheiß. Mit dem Steier kannst du mich echt haben. Ich glaube, die machen wir dann sogar. Der Mario hat jetzt gerade geschrieben, ich soll oben rumfahren. Wo ist denn oben rum? Ah, hier rum, meinst du? Okay, dann fahren wir hier rum. Ist auch kein Problem. Wenn der Mario das sagt, ne? Missionen lohnen sich nicht. Ja, das sehe ich anders, muss ich ehrlich sagen. Das sehe ich anders. Weil 12.000, also sagen wir mal 10.000 plus ein bisschen Saatgut weg, dann verdienen wir immer noch 5.000. Also 6 oder 7. Also ich finde das jetzt nicht so schlecht. So, jetzt werden wir einfach mal hier hochfahren. Obenrum hat es geheißen. Ich versuche da immer ein bisschen knapper zu fahren, weil natürlich die Problematik ist mit dem Verkehr, ne? Ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. So, ich muss mir mal die kleine Karte einblenden, weil ich weiß nicht, wo ich dann weiterfahren muss und wo ich abbiegen muss. Ich finde, die Düngemissionen lohnen sich am meisten. Das habe ich auch den Eindruck, muss ich sagen. Also Düngemission, das lohnt sich wirklich. Hat auch der Richie Racer schon öfter zu mir gesagt, dass das eigentlich doch. So.
Düngermissionen, also Missionen sind gut, wenn dein Feld zu weit abgearbeitet ist. Da hast du auch wieder recht, Marschierer. Die Zeit muss man, sollte man in seine eigenen Felder investieren und dann erst in andere. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein Punkt für dich. Aber dann allgemein zu sagen, lohnt es sich nicht, finde ich aber auch nicht richtig, muss ich sagen. Ich glaube, das war hier hoch, ne? Ich werde mich sowas von verfahren. Hier ist ein Parkplatz. Mein Gott, gibt es hier viel zu entdecken, ey. So, die Ellerbach muss ich mir dann noch anschauen, wurde mir gerade geschrieben, für BG Live vielleicht sogar, okay. Schaue ich mir dann gerne an, schaue ich mir dann gerne an. Ja, es wird sich nächste Woche eh generell ein bisschen was ändern, das kann ich euch schon mal verraten, aber zu viel Spoilern ist nicht gut, deswegen machen wir das auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir müssen geradeaus weiter und dann ein Stückchen weiter vorne nach links weg. Sagen wir mal so, es kann sein, dass nächste Woche ein neues Projekt beginnt. Es kann sein. So, hier müssen wir jetzt rein. Er ist hier aber auch in wildes Labyrinth gefahren, ne? Meine Güte. Da oben fährt ein TÜV-TÜV, guck mal. Irgendwie der Helfer steckt irgendwo fest, ne? Da müssen wir uns auch gleich drum kümmern. Aber das war ja irgendwie auch zu erwarten, dass der jetzt nicht die ganze Zeit ohne Probleme rumfährt. Das wäre ja auch zu schön gewesen. So, ist das hier weiter? Sag mal, was ist denn hier? Das ist ja hier wunderbar. Das sind die gleichen Enten wie bei mir vom Hof, ne? Geil. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen außen an sich, damit ich auch ein bisschen was von der ganzen Landschaft hier sehe. Können wir ganz normal weiterfahren? Jo, wir fahren einfach weiter, bis wir dann rechts abbiegen können. Ach, schöne Felder hier oben, ne? Nicht zu groß, nicht zu klein. Hier ist eine Tankstelle, eine Shell und eine Baustelle. Jetzt wird's aber interessant. Baustelle? Ist da irgendwie so ein Schild vom Bauhof Weber? Warte, gucken wir mal nach hier, ne? Da bin ich jetzt mal, da muss ich jetzt aber los, warte. Ist auf alle Fälle eine geile Landschaft hier, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Yo, was kommt hier denn hin, Jungs? Industrieanwesen oder was? Boah, ich warte halt echt auf einen richtig geilen Bausimulator, ne? Ohne Scheiß. So ein richtig guter Bausimulator, da hätte ich so Bock drauf. Sascha, grüß dich, hallo. Von einem richtigen Bausimulator, ey, das... Macht schon Bock, vor allem wieder mit den Chaoten. Wir waren dabei. David war dabei. Glaube ich, Boxer war auch dabei. Richie war safe dabei. Und ich weiß gar nicht mehr, wer noch. War Walter auch dabei? Ich bin mir nicht mehr sicher. Waren schon auf alle Fälle ein paar interessante Charaktere dabei. So ist nicht. Okay, da vorne sehe ich schon mal unseren Zielort. David und Walter, ja. Irgendwie so. Ich weiß es. Ist schon länger her jetzt tatsächlich. Schade eigentlich. So. Das heißt, wir fahren... Wie komme ich nach? Ah, hier ist eine Zufahrtsstraße. Hier läuft. So, warte mal. Wie heißt das hier oben nochmal, das Kaff? Runkeys. Okay, warte. Hof zu Runkeys. Läuft. So. Das heißt, Friesenjung, einen wunderschönen. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Weg. Dann machen wir das jetzt bei Hand, das Abladen. Das müsste jetzt ungefähr, ja, so 16.000 geben, ne? Nur mal so grob über den Daumen jetzt gerissen, aber. Ja, fahr doch hoch hier. Okay, entladen. Ja, gib Geld. Sieht auch richtig gut aus, ne? Ah, nicht in Anhänger rein. Das sind die alten Verkaufsstände vom LS17, ne? Mit den ganzen Bildern hier, das ist original LS17. Deutscher Gemüsehof. Ah ja, weißt du Bescheid. Die guten alten Paletten. Ich bin gespannt, ob dieses Palettenmodell wieder so kommen wird, wie es kommen wird. Da bin ich echt gespannt, ne? Würde ich mich freuen, wenn das Palettenmodell wieder so kommt, aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Mal schauen. So. Okidoki, dann würde ich aber sagen, fahren wir nicht, dass wir nochmal das gleiche sehen, fahren wir jetzt andersrum nach Hause. Wir können ja nämlich jetzt hier nach rechts abbiegen und nach unten fahren. Ja, ist doch gut, ich fahre doch schon. So. Oh, ein bisschen Schwung mitnehmen, ne? Das können wir machen. Glaube, der hat einen Motorschaden hier vorne. Na, wie geht? Schlecht, ne? Habe ich schon gedacht, dass es nicht gut geht. So. Wie weit müssen wir denn jetzt?
angenommen, wir sind falsch gefahren. Warte, Abbruch, Abbruch. Das ist die komplett falsche Richtung. Warum sagt mir denn keiner was, weißt du? Fahren wir nicht in Anhänger rein, der war teuer. Nicht, aber es ist ein Erbstück, weißt du? Ah, oh, es ist der Motorschadentyp wieder vor uns, ne? Fährst du langsam oder fährst du gar nicht mehr? Hallo? Ah ja, Kollision ist auf alle Fälle on point. Hole ich halt, meine Güte, mit dem Schlüter. Boah. Ey, irgendwann habe ich einen Bizeps, ne, wie Arnold Schwarzenegger hier. Da werde ich interviewt, wie haben sie das geschafft? Und ich sage einfach nur, ich habe LS gezockt mit dem Logitech-Lenkrad. Läuft. So, dann fangen wir hier an und dann fahren wir einfach diese Strecke wieder zurück. Ja, das sieht gut aus. Ja, morgen sollte normalerweise Südhermann kommen. Also das wird hoffentlich normalerweise auch kommen. Außer ich habe heute Abend wieder einen Anfall und werde dann extrem Armor suchten. Das kann dann auch sein, dass es nicht kommen wird. Mal schauen. Ich bin nicht ganz sicher. Also diese Streckenführung ist ein bisschen crazy. Warte mal, hier rechts müssen wir dann dieses donutförmige Feld sehen, ne? Sieht man das ein bisschen hier? Es sieht, glaube ich, von oben cooler aus. Warte mal. Warte mal. Wir machen das anders. Wir machen das so. Ach, guck dich mal das Feld hier an, bitte. Es ist ein großer Pfannkuchen. Ja, kann man doch machen. Ich würde auf alle Fälle beim Drescher 27 Mal Vorgewende einstellen. Dann wäre das Ding eh fertig, weißt du? Ja, das passt. Was ist das für ein blaues Auto da hinter uns? Was bist du? Bist du THW? Das ist die Polerei. Wir müssen los. Das war knapp. Wie fahren wir denn jetzt am besten? Unser Hof ist... Ah, ja, richtig. Wir fahren jetzt vorne links, fahren beim Shop vorbei und dann kenne ich die Strecke. Gut, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. So. Das heißt, wir fahren hier links. Ab und zu ist hier richtig was los, verkehrsmäßig, ne? Und ab und zu ist einfach gehen in die Leere. Wobei, ich weiß auch nicht, ob das jetzt mit so Frühverkehr und so weiter gekoppelt ist. Dass meinetwegen morgens viel mehr los ist und abends auch, so zu den Stoßzeiten und so zu normalen Zeiten, so 10 Uhr vormittags ist ja jeder schon in der Schule und auf Arbeit, sag ich mal. Da ist halt nicht so viel los, ne? Das kann sein, dass das wirklich so ist. So, das Schöne ist, wir können jetzt das zweite Mal Milchverkauf können wir jetzt vollautomatisch machen, weil wir haben ja jetzt die Kurse dafür eingefahren. Die Strecke ist ja wohl mega schief hier, bitte. Na gut. Na gut. Aber hinter mir staut, ist aber auch normal, ne? Hinter dem Traktor staut sich eigentlich immer. Ist egal, wo der Traktor fährt, hinter dem Traktor wird immer gestaut. Wow. Du kannst eindeutig besser mit dem Traktor bzw. Hubschrauber umgehen, als mit dem Gelenkbus. Nochmal zur Information. Es ist heute ein neues Bus-Simulator-Video erschienen. Könnt ihr euch gerne mal reinschauen. Es war schon witzig. Bisschen. Man muss dazu sagen, ich hätte noch ein Bus-Simulator-Video. Aber wir haben dann in der Mitte gesagt, wir brechen ab. Weil das war nix. Also wir haben noch eins tatsächlich. Vielleicht, wenn ich irgendwie mal Bock habe, kann ich das schneiden und dann lade ich es euch nochmal hoch, wenn ihr unbedingt noch eins haben wollt. Der Schlüter ist absolut gemütlich unterwegs, ne? Also 35 km/h Spitze, richtig gemütlich. Das ist so entschleunigend hier, das ist echt krass. Da war ein Schild, ich hab's nicht lesen können, was drauf stand. Ach du heilige Maria, wo willst du denn hin? Was ist? Weißt du, wenn ich das machen würde, ne, dann würden sie mich alle zuhupen. Gibt's das Wort? Ich weiß es nicht. So. Problem gelöst. Wo ist eigentlich mein Drescher? Da vorne. Warum fällt er denn nicht mehr? Weiß ich aber auch nicht. So.
Gut, das heißt, wir fahren jetzt erstmal nochmal zur Basis, wollte ich gerade sagen. Ne? So armer geschädigt schon, Wahnsinn. Wir fahren jetzt erstmal nochmal zum Hof und werden da ganz gemütlich dann die zweite Fuhre Milch wegbringen. Aber das machen wir nicht mehr heute, weil für heute sind wir nämlich schon wieder fertig. Muss erstmal gucken, dass ich die Videos jetzt gleich hochladen kann. Aber Montag ist auch noch ein Tag, ne? Und zwar gar kein schlechter, sondern da geht es für mich wieder auf die Arbeit. Na, ob das jetzt so gut ist, weiß ich auch nicht. Naja. Auf alle Fälle, ich danke herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns gerne am kommenden Montag wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Schröderhausen. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.